voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres lustigen und allseits beliebten Podcasts. Voll in die Fresse. Man könnte meinen, wir sind schon voll. Voll in die Presse. Voll in die Presse, Entschuldigung. Und mein Name ist Ben Cartwright. Herzlich willkommen und jetzt kommt ihr. Ich? Also, oder du? Mein Name ist Karl-Heinz Ballermann und ich finde das voll schön, dass ich hier bin. Mein Name ist Prollo Ferrari und ich bin auch hier. Okay. Und es gibt ja noch etwas, was uns verbindet. Ja. Durst. Durst. Ich hab, ständiger Durst. Ich habe euch was ganz Tolles mitgebracht, damit wir direkt mal einsteigen können. Ich habe ja versprochen, aus Japan ein paar Bierproben mitzubringen. Ja, die wissen doch gar nicht, dass du in Japan bist. Das musst du doch erstmal sagen. Das habe ich ja jetzt durch die Blume wieder, mein wie ich das Gott. Immer so mache, durchblicken lassen. Und sag mal, wo du in Japan, ja, weil Japan ist ja groß, ja, hat der Nordjapan, Südjapan, Mitteljapan, Westjapan, Ostjapan. Tokio. Ach, na gut. Ja. Tokio direkt in der Hauptstadt und ich habe, Leute, ich habe geschleppt wie ein Tier. Und das tut dir mal ganz gut, dann bist du mal ein paar Kalorien und die, los. Und so richtig, richtig riesen. warte. Lass mal schön stehen. Wir haben einmal hier ein Sapporo, ein Kirin-Bier und ein Asahi, was das offizielle Olympia-Bier ist. Und ich habe wirklich also keine Kosten und Mühen gescheut und bin da ganz tief eingestiegen, habe die Fässer hergerollt, damit wir jetzt hier schön einheben können. Ich teile mal die Gläser aus. Wenn du von Fass sprichst, also ihr lieben Leute, das ist ein jeweils ein 135 Milliliter Fass. Das sind Dosen, da darfst du nicht zu doll einatmen, weil ansonsten sind die im Rachenraum verschwunden. Richtig, und weil das war eigentlich nur für den Gag. Ich habe natürlich noch die großen Geschwister davon mitgebracht, aber der Blick vom Ballermann war es mir wert. Ja. Ich hatte auch schon den Totschläger in der Hose auf. So, pass auf, die kleinen Oschis. Die kleinen, aber niedlich. Ja, die sind niedlich. Die stellen wir auch gleich noch da drauf. Pass auf, mit welchem fangen wir denn an? Das darfst du entscheiden. Okay, dann, da wir beide, der Kollege Ballermann war nämlich auch schon mal in Tokio, deswegen hat er sich eben auch so Behände gegeben, dann lassen wir uns mal das Sapporo für den Schluss. Wir können ja mal mit dem offiziellen Olympia-Bier anfangen. Ja, also du kennst du die Hochzeit von Kanaan? Nee. Ja, da schenkt man ja auch immer den guten Wein zu Anfang aus, ne? Ja. Und das ist jetzt das beste Bier, oder was? Ich glaube nicht. Also ich hätte jetzt die Vermutung, dass das Kirin das Beste ist. Na vom gut. Geschmack, aber wir verzeihen dir trotzdem. Ja, Hauptsache was zu saufen, ne? So, aber wir sind ja nicht hier nur zum Saufen, auch wenn man das meinen könnte. Wir sind ja auch hier, um ein bisschen über Presseartikel zu sprechen. Und ihr müsst jetzt einfach mal hier, ich habe mir vorgenommen, euch auch ein bisschen mehr kommen zu lassen. Weil der Ballermann, der kritisiert immer gerne, aber auch nur da, wo jemand anderes in Vorleistung tritt. Also, ja, ich hau mal einen raus und jetzt bitte nicht wieder so dozieren wie beim letzten Mal, irgend so ein Referat über 25 Minuten. Ich finde das gut, ja. Ihr sollt auch mal was lernen über Schweine, die Bungee-Jumpen. Da kann man eigentlich nicht genug wissen, finde ich, ehrlich gesagt. Hat denn eigentlich dieses Schwein den Coronavirus ausgelöst? Als letzte Rache sozusagen. Ja. Das kann auch die Rache vom lieben Gott gewesen sein, ne? Weil das Schwein wurde dann ja auch geschlachtet. Ja. Und dass die dann dafür nochmal von ganz oben noch eine Ansage bekommen haben, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Aber ich hätte noch was Schönes. Soll ich mal anfangen? Ja, mach mal. Ja? Okay. Völlig außergewöhnlich. Denn es ist ja bald Karneval. Mhm. Und kann es eine Folge geben vor Karneval, in der kein Karneval vorkommt? Natürlich nicht. Wobei ihr beiden Strategen wahrscheinlich überhaupt nicht an Karneval gedacht habt, wie ich euch kenne. Richtig? Richtig. 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 Und dann muss das wieder ein Norddeutscher reißen für euch. Kein Problem, ich denke ja mit. Also, ich habe einen sehr schönen Artikel gefunden, wo einem auch wieder das Messer in der Hose aufgeht. Und zwar heißt der nämlich kein Kita-Karneval am Rosenmontag. Und wie man vielleicht schon aus dem Titel erahnen kann, geht es darum, dass in einer Kita, nämlich in Erfurt, die Kita-Karnevalsfeier am Rosenmontag abgesagt wurde und auch am Faschingsdienstag. Und begründet wurde das damit, dass man sich der kultursensiblen
Pädagogik verschrieben habe in diesem Kindergarten. Ja, ja. Und zwar erkennt man an, dass man ja als gerade als kleiner, als junger Mensch Stereotype braucht, um die Komplexität der Welt zu reduzieren. Ja, deswegen verkleidet man sich, also natürlich nicht, um Spaß zu haben oder so, die Sau rauszulassen, sondern man muss die Komplexität der Welt verreduzieren. Aber man muss auch bedenken, oder man will auch dafür sensibilisieren, dass Stereotype, die für die Betroffenen wirklich schmerzhaft sein können und teilweise sogar entwürdigen. Tja. Ne? Kann ich bestätigen. Ja, also für mich war da überhaupt erstmal der intellektuelle Einstieg, was ist eigentlich ein Stereotyp? Und dann. Wie sieht das Kostüm aus? Ja, das ist eben die Frage. Ja, so als Stereotyp. Und das Ganze ist wo gekommen. Ja, so wie du jetzt. Ja. Weil sich irgendwelche komischen, verkopften Vollidioten aufgeregt haben über ein Indianerfest, das im Jahr davor stattgefunden hat. Hm. Also Stereotyp Indianer, ne? Nicht als Indianer verkleiden, böse. Da brechen die dann nämlich in Tränen aus, ne? Ja, und ich weiß nicht, ich will dich ja ungern in deinem Monolog unterbrechen, aber du machst das auch immer. Genau das kann ich bestätigen, denn eine ganz traurige Kindheitserinnerung von mir ist, dass ich bin ja Kind von Hippies und bin dann von Berlin nach Hessen gezogen und in diesem Ort war dann natürlich auch Fasching, hieß das da. Und meine Eltern, weil sie sozusagen Pistolen und Waffen ablehnten, ließen sich dann darauf ein, mich als Indianer zu verkleiden. Mit so einer dummen Axt lief ich dann darum. Das einzige Problem war, der ganze Scheißrest vom Ort war Cowboy. Wen haben die wohl die ganze Zeit gejagt? Den Stereotypen Indianer. Das war darauf eine Bier. Traumatische Kindheitserinnerung. Und ja. Zum Wohl. Also das Prost. Ist jetzt hier unser allseits beliebtes Asahi. Asahi. Olympiabier. Ihr werdet davon hören. Ja. Arigato. Arigato. Wobei die sagen nicht Arigato, das heißt, danke, sondern die sagen Kampai. Kampai, ja, aber ich wollte jetzt nur bedanken, ja, du wolltest nur zeigen, dass das stimmt natürlich, du behender Weltmann. Ja, ich bin sehr weltmännisch, sage ich mir auch immer. Aber nur noch auf die andere Seite der Welt. Ja, genau, jetzt wieder zum Indianerfest, ja. Also kurz, Indianerfest, da haben sich dann wahrscheinlich irgendwelche komischen Batik-Schallträger aufgeregt und zack, am nächsten Jahr wurde man auf einmal ganz sensibel, nämlich kultursensibel. Und ja, aber was hat man trotzdem, ne, als Trostpflaster sozusagen? Da gibt es nämlich eine Faschingsfeier mit Verkleidung, also vom selben Träger, eine Faschingsfeier mit Verkleidung. Und die findet dann aber ein Wochenende vorher in der Unisporthalle statt. Also. Aber warum? Also ich verstehe, die wollen sozusagen den zeitlichen Konnex zu Karneval lösen? Oder das ist eine, gehst du doch auch als Stereotyper Indianer. Genau, das ist es ja. Das ist ja das Geile. Die machen dann trotzdem eine Faschingsfeier, halt irgendwie in so einer Unisporthalle. Und da darf man dann ungestört seine Stereotype pflegen, ja. Aber bitte nicht eine Woche später, nämlich dann, wenn man es eigentlich machen soll, am Rosenmontag. Das finde ich einigermaßen sinnentleert. Dann wurde nochmal nachgeschoben, ja, und Stereotype ist ja das eine. Das andere ist auch, dass Verkleidungen auch Ängste bei den kleinen Kindern auslösen können. Und ja, das kann man ja mal so stehen lassen. Ich glaube davon kein Wort. Ich glaube, die haben einfach Stress gekriegt und wollten sich jetzt keinen neueren Beleidigungen aussetzen, wahrscheinlich von irgendwelchen energischen Meckerern. Aber anscheinend hat das auch dann der Spiegel weiter seltsam gefunden und hat dann mal sich einen Experten kommen lassen und hat ein Interview geführt. Hm. Und zwar mit einem mit einem Indione, leider nicht. Das hätte man mal machen sollen, ja. Ob der dann auch wirklich so beleidigt ist, wenn die kleinen Kinder da rumspringen. Wahrscheinlich, wenn man ihn Indianer nennt, ist er schon mal beleidigt. Wie heißen die eigentlich? Native Americans. Oder? Native Americans heißen die? Wie heißen die denn eigentlich wirklich? Das kommt wahrscheinlich drauf an, würde ich mal behaupten. Ja. Ja, das ist halt, das wird halt über einen Kamm geschoren, ja. Das vielleicht ist, bin ich auch schon Stereotyp. Ja, im Grunde, ja, das so der, weiß ich nicht, irgendwelche überalterten Begriffe wie die Wilden, ja, das hat wahrscheinlich einfach lange keinen interessiert, ob die sich vielleicht unterscheiden. Ja, das war im Grunde vielleicht auch. Ja, irgendwie weiß ich nicht, wenn du irgendwie gerade ausradiert wirst, interessiert wahrscheinlich auch keinen dein kultureller Hintergrund näher, ja, also
Ich fange gerade an, mich schlecht zu fühlen. Ja, vielleicht ist da doch was dran. Ja, du jetzt nicht persönlich. Nein, aber ich finde, also ich finde das überbewertet sozusagen Karneval. Das ist ja ein Brauchtum und das Verkleiden gehört dazu. Und ich finde, da ist ja keine politische Aussage mit verbunden. Also, oder wenn eine politische Aussage mit verbunden ist, ist sie ja bewusst bei, was weiß ich, bei den Umzügen oder so. Aber doch nicht so ein Kind, was als Indianer oder American, Native American oder sonst was da geht. Das will doch einfach nur sich verkleiden und hat Spaß daran, sich zu verkleiden. Das mögen wir doch eigentlich alle. Wo ist denn die, also wo ist denn für euch die Grenze zum schlechten Geschmack bei Kostümen? Gibt keine. Ja, das ist, ja, ist die Frage. Ja, gut. Ne? Ich hab keine. Also jetzt ziehe mir irgendwie einen Orden um und gehe im Pullover, ja. Bis hin zu, ich habe tatsächlich letztes Jahr im Düsseldorfer Karnevalszug, als ich ja noch da wohnte, kam so eine ganze Truppe mit schwarz bemalten Leuten in so Pseudo-Afrika-Verkleidung, ja, so dieses übliche Dschungel mit Knochen und Gedöns, ja, und Stereotyp, das, ich weiß nicht, ich fand dann zumindest die beiden vermutlich Engländer hinter mir fanden die Grenze deutlich überschritten. Ja, ich glaube, da ist die, ich sag mal, die sind inzwischen im Schnitt möglicherweise sensibler als der Düsseldorfer Karnevalstreiber. Ja, nur weiß nicht, muss das sein? Weil man das halt seit 1920 schon so macht? Also ich finde, die Benchmark ist für mich ganz klar Prinz Harry. Also der ist doch in dieser, was ist das, SA-Uniform aufgetreten, oder? Ja. Solange man das nicht erreicht. Ja, und egal. Wo ist er heute? Ja? Aber ich fand, du hast noch einen ganz interessanten Punkt aufgegriffen, ne? Brauchtum beispielsweise. Ja. Mhm. Brauchtum. Da hättest du dann aber mal mit dem Entwicklungspsychologen, mit dem auch der Spiegel gesprochen hat, sprechen müssen. Der hat nämlich genau das auch wieder aufgegriffen. Der sagt, ja, die Diskussion, die wird primär aus der Sicht der Erwachsenen geführt, ist ja irgendwie auch klar, ja, weil ich meine, die Kleinkinder, die reden halt nicht über so einen Unsinn. Und Eltern und Erzieher, sagt er, sollten nämlich nicht über Brauchtum streiten, sondern über die Bedürfnisse und Interessen der Kinder. Brauchtum ja. Sei eine Erfindung, also sei nur ein Erwachsenending, ausschließlich. Karneval mit Verkleidung hat in Einrichtungen mit Kindern bis zu 3 Jahren nichts zu suchen, sagt er. Und dann sagt er, fragt der Spiegel noch, aber die Kinder, die sollen doch auch Spaß haben. Ja, und dann sagt er, das ist ein typischer Elterneinwand aus der Erwachsenenperspektive wieder, ne? Spaß, ja. Das Kind hat keinen Spaß. Das Kind ist einfach nur. Weißt du, und dann sagt er aber, Kindeswohl geht immer vor und Kinder bis zum Alter von 3 Jahren können diesen Transformationsprozess, wie er das nennt, Verkleidung, Transformationsprozess eben nicht nachvollziehen. Also auch wenn du dir eine Brille aufsetzt, kann das manchmal sein, dass sie dich nicht mehr wiedererkennen und dann fühlen die sich vielleicht unwohl. Wobei aber ich hätte gesagt, tatsächlich immer gedacht, dass Kinder auch unter 3 Jahren Spaß daran haben, sich zu verkleiden, aber man kann ja möglicherweise auch das Kind einfach dabei angucken, wie es in dem Kostüm rumrennt, ja, also ich erinnere mich ein wenige Monate altes Baby auch als so Halloween-mäßig mit so einem Skelett-Dings verkleidet zu haben, ja, weil das irgendwie kam uns sehr witzig vor und in dem Alter ist es wahrscheinlich einfach noch egal, ja, nur frage ich mich dann, wo dann der Unterschied zwischen 2 und 3 ist, warum gerade ab 3 und nicht vorher, ja, was, also inwiefern schädigt man das Kind, ja, weil es jetzt mal eine Brille auf hat. Weil, ja, zum Schädigen komme ich noch, weil die eben anscheinend bis zum Alter von 3 Jahren diesen Transformationsprozess nicht nachvollziehen können. Wobei, ehrlich gesagt, Kinder bis 3 Jahren, die können so einiges nicht nachvollziehen, ja. Wahrscheinlich auch, wie man eine Tüte Milch aufmacht. Egal. Also ich würde mal die Behauptung aufstellen, dass ein Kind, was mit unter 3 Jahren verkleidet wurde, weniger nervig ist als das durchschnittliche Pädagogenkind. So. ja, das. Aber es geht ja noch weiter, ja. So, also das wäre auch schade, wenn nicht. Das Wohlergehen des Kindes steht ja im Raum, ja, das ist eben das Wichtige. Dann fragt der Spiegel, schöne Frage eigentlich, und dieses Wohlergehen sehen Sie durch den Karneval pauschal gefährdet? Und dann sagt er, nein, natürlich nicht. Aber gleichwohl bitte nicht verkleiden, weil das Kindeswohl. So, und jetzt kommt sein wahrer Grund, weshalb. Aber es muss einen verantwortungsvollen, entwicklungspsychologisch vertretbaren Umgang mit dem Verkleiden geben. Das ist der Grund, weshalb der sagt,
also es schadet zwar nichts, aber es muss trotzdem einen vertretbaren Umgang gegen einen entwicklungspsychologisch vertretbaren Umgang. Ey, wenn das keine Erwachsenensicht ist, ja, einen entwicklungspsychologischen Umgang zu etablieren, weil man das einfach pädagogisch aus Erwachsenensicht einfach für total wertvoll hält, dann weiß ich auch nicht, was daran erwachsener ist. Damit hat er sich im Grunde genommen eigentlich meines Erachtens schon selbst disqualifiziert. Ich kann nur sagen, meine Kinder hatten riesen Spaß, auch als sie super klein waren beim Verkleiden. Und da hat sich auch keiner darum gefürchtet. Meines Erachtens totaler Quatsch. Ja, ich finde, das ist eine total verkopfte, verkopfte Sichtweise auf eine total irgendwie, das ist ja, also Karneval ist ja wirklich etwas, wo man vielleicht gerade nicht groß drüber nachdenkt, sondern man kann so ein bisschen sich ausleben. Natürlich haben Kinder noch nicht diese, wahrscheinlich noch nicht diese Transformation da tatsächlich vor Augen, wenn sie sich jetzt in irgendein Kostüm pellen, aber sie haben Spaß dabei. Und das ist doch alles, worauf es ankommt. Ich meine, es mag jetzt laut dieses Herrn da wieder eine Erwachsenensicht sein, dass sie ja Spaß haben und so weiter. Brauchtum meinte ich auch eh nur in Bezug auf Erwachsenen und deren Kostüme, dass ich per se das Verkleiden witzig finde und auch dieses Brauchtum dahinter hier im Rheinland und in anderen Gegenden witzig finde. Aber sei es drum, die Kinder sollen auch einfach daran teilhaben, wenn sie das mögen. Und wenn sie das nicht mögen, sollten sie es auch nicht machen müssen. Also ich würde gerne nochmal auf dem Thema hier Verkleidung rumreiten. Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt nun zwei Dinge. Einmal die Verkleidung an sich, ja, und dann dieses Thema Stereotypen. Ja, also ja, genau, das ist der nächste Punkt. Richtig. Du hast noch einen Punkt, wie überraschend. Oh, nein, dann nein. Trag doch weiter vor. Hast du doch die China Daily dazu gefragt? Nein, habe ich nicht, aber du hast genau erkannt. In diesem Interview spielt zum Beispiel Stereotype spielen gar keine Rolle. Ne? Der macht das wirklich also rein aus entwicklungspsychologischer Sicht. Da würde ich immer mal sagen, okay, mein Gott, ja, dann glaubst du halt wirklich an das, was du da machst, weil du es berufsbedingt einfach geschädigt bist. Aber das hast du sehr gut erkannt. Genau, das spielte da nämlich gar keine Rolle in dem folgenden Interview. Und was ich im Übrigen noch finde, ist Brauchtum, ehrlich gesagt. Ja, Brauchtum fängt ja nicht im Erwachsenenalter an, sondern das entwickelt sich insbesondere dadurch zum Brauchtum, dass man das als Kind schon kennenlernt. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr würdet Weihnachten erst ab 14 feiern oder ab 18. Da würde keiner mehr Weihnachten feiern, ja. Und außerdem ist meines Erachtens klar, gibt es eine klare Empirie, dass die vorherigen Generationen durch das Verkleiden keinen Schaden genommen haben, ehrlich gesagt. Und deswegen finde ich das Ganze ein Riesenquatsch und wie du sagst, Ben, vollkommen verkopft. Ja, es ist einfach so eine Entwicklung, dass alles, egal wo, das ist auch in der Schule meiner Kinder, sehe ich das immer wieder. Das gibt immer so Eltern, die machen sich dann zum Lebensmittelpunkt, die Dinge tot zu diskutieren. Deswegen hasse ich teilweise auch so Elternabende. Wenn du dann so ein paar Helikopter-Exemplare dabei hast, dann wird das ganz schnell richtig, richtig übel und richtig unangenehm. Und die versauen dann aber irgendwie das Gesamtbild immer, ne? Weil das schlägt dann durch. Das sind auch die dann am meisten da rumrödeln und für irgendwelche Veränderungen immer sorgen, anstatt dass man es einfach mal so laufen lässt. Ich sage ja nicht, dass alles immer perfekt ist, aber so bestimmte Dinge kann man ja auch einfach mal geschehen lassen und sozusagen denen die Freiheit lassen, die das so machen möchten, ohne mit der Keule wieder zu sagen, das ist entwicklungspsychologisch jetzt schlecht und deswegen dürfen das alle nicht mehr machen. Dann könnte man ja sagen, dann geht mein Kind an dem Tag halt nicht in den Kindergarten, fertig, aus. Genau. Ja. Auch eine gute Lösung. Also ich plädiere für Selbstverantwortung und Augenmaß bei der Kostümauswahl. Ja? Im Zweifel einfach mit dem Kind in den Laden und das wird sich dann schon was aussuchen. Ja. Und auf diese weisen Worte würde ich sagen, trinken wir ein Kirin. Diese Lösung ist viel zu pragmatisch. Ja. Prollo. So, Prollo, beschreib doch mal hier diese ich Flasche. Ich bin für das meinen so Pragmatismus und weitsichtige Handlungsweisen bekannt. Daher mein Name. Was sehen wir denn da? Kirin-Bier sehen wir. Wir sehen einen Dachs im Löwenkostüm. Nein, was ist das? Sind das chinesische Schriftzeichen? Nee, japanisch. Japanisch! Ich hab auch erst geguckt, ich war unsicher. Ach Gott. Und dieser Tropfen Bier, den schütten wir uns jetzt hier. Das könnte auch Honig sein. Oh, da hört ihr das hier. Ich hoffe, das kommt auf der Aufnahme rüber, das wie das perlt. Du musst mal dein Mikro, warte mal. Also einer von euch schnauft hier, will ich mal gerade sagen. Ja, das ist der Ballermann. So. Prollo, zück mal deine Artikel. Ja, also. Ich rede heute nicht. Hast du was Interessantes mal?
Ja, das Urteil bleibt euch überlassen. Also ich würde mal vielleicht jetzt wieder die Verantwortung abdrücken auf uns, ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich... Ich glaube, ich muss da mal gerade ein Foto von machen, weil das schäumt wie ein Affe hier. Ja, das ist ja der Hammer. So, also wo wir gerade bei vielleicht nicht moralischer, aber doch vielleicht technologischer Zurechtweisung sind, wenn ihr eure Fotos gemacht habt, ich stoße kurz auf. Ja. Dann würde ich zu meinem ersten Thema kommen. Ist zwar schon ein bisschen älter, ist aber eigentlich der Evergreen. Jedes Jahr, wenn die Statistiken wieder gemacht werden vor Weihnachten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist, na? Sind die Zahlen vom Würfel. Ist das Lieblingspasswort der Deutschen alle Jahre wieder? Ach, echt? Ich wollte euch so ein bisschen für IT-Sicherheit sensibilisieren, nachdem wir jetzt nun schon beim Kostümkauf besser informiert in die Karnevalszeit starten. Und ich befasse mich ja hobbymäßig mit so eher langweiligen Themen von gesellschaftlicher Relevanz. Ja, und ich muss feststellen, also die einschlägigen Passwortlisten, ja, jedes Jahr. Ich habe es übrigens mal hier anlässlich des Artikels weiterverfolgt. Und das gängigste Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist, so was so die geleakten Passwörter anbelangt, mit 0,8% immerhin. Doch gar nicht so selten vertreten, ja. Was bringt mir ein Passwort, wenn knapp einer von 100 in der Fußgängerzone das gleiche benutzen? Da wollte ich euch mal fragen, wie sind denn eure Lieblingspasswörter so? Was benutzt ihr als Passwort? Ich mache immer 9 absteigend und dann 6 Zahlen runter. Sehr gut, da bist du zumindest nicht mehr unter den Top 20 mit dabei. Also ich mache tatsächlich immer ein individuelles Passwort, aber nach einem einheitlichen Muster. Ja. Damit ich mir das merken kann. Interessant. Wenn du jetzt diesen Generalschlüssel, den ich da habe, knackst, dann bin ich natürlich aufgeschmissen. Ja, also schon Körperteile. Ja, ich habe ein Prinzip, nachdem ich ein Passwort mache, weil muss ich das ja merken für jede Plattform. Es ist ja so, man muss ja, also wenn ich mal so überschlägig schätze, habe ich bestimmt 50 oder 60 Passwörter, die ich mir merken müsste. Ne, man sollte ja immer individuell vergeben, nicht so ein Einheitspasswort, so Ballermann 07 Ausrufezeichen, sondern echt nicht? Sondern für jede Anwendung eigenes. Ja, das stimmt. Und für jede Anwendung eigenes. Und das mache ich auch allerdings nach einem einheitlichen Format. Das wird hier nicht verraten. Soll ich noch zu dem Artikel einen längeren Monolog halten oder wollen wir das so ein bisschen... Nein, ich will, dass du das hältst. Du bist ja der IT-Sicherheitsexperte. Dann sag doch mal unseren Hörern, was man da beachten muss. Was glaubt ihr, ist denn der gängigste Grund dagegen, ein vernünftiges Passwort oder ein sicheres Passwort sich auszuwählen? Man kann es sich nicht merken. Also der Grund der Leute... Es ist lästig. Ich zitiere, sich für jeden Dienst ein anderes Passwort zu merken und überfordert viele. Ja? Ja. Leute, die gerade noch 2 Stunden über die Kostümierung ihres Kindes diskutiert haben, haben einfach die geistige Kapazität nicht mehr, sich für ihre wahrscheinlich 40, 50, 60 Online-Dienste. Ich habe mal in meinen Passwortmanager geguckt, der übrigens als Tool sehr empfohlen wird. Ja. Ein Passwortmanager ist eine hoffentlich sichere Software, wo man alle seine Passwörter an einem sicheren Ort aufbewahrt. Soll man aber nicht verwenden. In der Hoffnung, nach dem, was hier steht, schon, beziehungsweise kann helfen. Ja. Also klar, wenn ich einen Passwortmanager in Form eines Post-its unter der Tastatur nutze, ist das sicherlich ungünstig. Nichtsdestotrotz, also klar, man fängt sich dann wieder andere Risiken ein. Scheiße, ja, das hat ja mein Prinzip durchschaut. Dein Prinzip ist das Benutzen von Post-its in einer ganz besonderen... Hast du, wie diese Psychos in den einschlägigen Filmen haben doch immer diese geheimen Zimmer und dann macht man die Tür auf und dann ist die Wand voller Post-its und so Verknüpfungen. Fotos mit so Messern. Genau. Drin. Und du hast das Passwortausschnitten. Also es gibt da sicherlich Möglichkeiten, beispielsweise so eine Passworttabelle, wo man sich irgendwie in so eine Tabelle zufällige Buchstaben und Zahlen reinschreibt und dann sich einfach nur merkt, von wo bis wo man irgendwie dann tippt. Dafür haben wir auch Google, dass man sich da vielleicht mal ein paar Tipps abholen können. Also der Punkt ist, die gängigen Passwörter sind irgendwie immer dieselben. Ja, es ist irgendwie auch immer ein hoher Anteil an so Ramsch-Passwörtern. Das zweithäufigste, da frage ich euch gleich zu. Und was macht man? Klar, für irgendeinen schäbigen Online-Dienst, wo ich mich irgendwie zwangsregistrieren muss, um irgendwie, weiß ich nicht, was zu kriegen, da denke ich mir jetzt auch kein super tolles Passwort aus. Ja, sollte man vielleicht... Und vor allem nicht überall dasselbe verwenden. So, jetzt genug des Lektorats.
Auf dem 5. Platz schafft es das Passwort Passwort. Nein. Platz 11 ist Dragon. Ja, aber eins weiß ich. Wobei ich mich frage, was ist das für eine Statistik? Wo kommt das her? Also ja. Dragon ist jetzt... Wieso also Platz wenn ich, 11 und Platz 5? Was sind das für Sprünge? Ja, das ist hast ja... Der Artikel durfte nicht zu lang werden, weil dann der Leser einfach nicht, sich okay. nicht mehr mitgenommen fühlt. Ich habe auch mal die Statistik irgendwie, das jetzt allerdings, wie gesagt, auf Basis geleakter Wörter... Darf ich das zweithäufigste erraten? Mhm. Das ist bestimmt Hallo. Das Geburtsdatum. Nicht ganz. Das, also Hallo kommt tatsächlich nicht unter den ersten 10 vor. Also das Platz 2 nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na? Na? 0? 9. Ah, verloren. Nein. Leider verloren. Aber damit wäre dein Passwort schon mehr sicherer als so manches andere. Ja? Alter, dann Bellino. Passwort QWERTY. Da sieht man, das scheint eine internationale Auswertung zu sein, weil beim Deutschen ist ja das als Sicherheitsmaßnahme das Z an der Stelle, wo alle ihr Passwort durchtippen. Und dann geht es irgendwie mit so simplen Zahlenkombinationen weiter. Ja? Auch ganz schön gewieft. Tricky, einfach auf zwei Zeilen abwechselnd Zahlen und die oberste Buchstabenzeile 1Q2W3E. Das errät keiner. Das ist nämlich erst auf Platz 9. Ja, also Passwörter lieber zufällig ausdenken und sich einfach ein Elefantengedächtnis besorgen. Aber dann, jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage an den Experten. Ich habe auch so schon ein paar Mal so an so einen Passwortmanager gedacht. Und habe mich immer dagegen entschieden, weil ich dachte, wenn der dann einmal geknackt wird, von wem auch immer, dann bin ich auch voll im Arsch. Das ist richtig. Insofern viel Glück. Und, nein, aber ja. Es ist ja eine Scheinsicherheit. Du kannst ja wahrscheinlich mit gewisser krimineller Energie, und das dürfte ja ein beliebtes Ziel von irgendwelchen Hackern sein, alles knacken. Ja. Und die sagen natürlich, ja, wir sind sicher als Passwortmanager, aber wenn das dann mal doch sich als falsch herausstellt, dann bist du ja direkt völlig geliefert. Also ich war neulich bei so einer Hackerschulung, was heißt neulich, irgendwann halt, und da haben die genau das gesagt, dass man das eigentlich nicht nutzen sollte. Ja. Weil, oder die würden es zumindest nicht machen, weil exakt aus dem Grund, den du genannt hast. Ja, also das scheint mir einleuchtend. Ja, ich sehe schon, wir kommen hier spontan zu keinem Ergebnis. Da wir aber auch keinen IT-Sicherheits-Podcast hier betreiben, würde ich sagen, drauf geschissen, wie man so sagt in der Pädagogik. Ja, oder erstmal Prost. Kampai! Ne? Kampai! Alaaf. So. Ja, also. Aber ist doch auch, also ganz ehrlich, meine Passworte. Nein, die dürfen die nicht erraten. Das stimmt. Das wie man es macht, einige... ist falsch, ja. Ach. Ja, aber also, ich finde, die sollen auch mal ein bisschen was erraten. Ja, ich sag mal, so ein systematischer Teil und ein vielleicht zufälliger Teil, den man sich aber merken kann, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, vor allem nicht überall dasselbe. Ja, das ist ja auch gängig, dann, wenn irgendwie ein Passwort mal geleakt wird, so sicher das dann auch sein mag, wird das natürlich routinemäßig von denselben Chinesen, die hier die ganzen Schweine da vom Hügel schmeißen, will ich mal sagen. Vom Kron. Und vielleicht sogar vom Sicherheitsdienst nebenan, ja, einfach dann durchprobiert, wo bei welchen Diensten man das Passwort vielleicht sonst noch benutzen kann. So, du hast mir eine perfekte Steilvorlage gegeben. Chinesen-Bashing. Schweine habe ich direkt aufgegriffen, weil der Ballermann hat das so schön ausgeführt in der letzten Ausgabe und habe in der, was ich eigentlich jeden Morgen sehr gerne lese, in der Agrar heute gelesen, China, Kampf gegen Coronavirus lässt Schweinepreise explodieren. Und ja, das ist eigentlich auch schon die ganze Nachricht. Der Coronavirus führt dazu, dass in China, wo sie ja vor ein paar Wochen noch Schweine vom Bungee-Turm schmeißen, jetzt diese gar nicht mehr geschlachtet oder verarbeitet werden können und der Schweinepreis geht durch die Decke. Geil. Auch das könnte die Rache vom Bungee-Schwein noch sein, denn es ist wohl traditionell so, dass um Weihnachten herum der Schweinepreis, die Nachfrage natürlich, Angebot und Nachfrage in China nach Schweinefleisch explodiert und damit der Preis. Und jetzt noch das Coronavirus, die werden alle krank, die Transportwege sind zum Teil abgeschnitten und die Nachfrage steigt und steigt und kann nicht bedient werden. Und jetzt, ja, nähern wir uns hier einem neuen Rekordniveau an Schweine. Das ja, berichtet eine deutsche Webseite. Vom Wegwerfprodukt zum Luxusgut, würde ich mal sagen. Genau. Also fliegende Schweine in China werden richtig teuer. Und ja, Coronavirus ist natürlich auch so ein Thema. Wir müssen da jetzt vielleicht nicht
komplett drüber einsteigen. Da gibt es so viel, aber auch die Corona-Erkrankungen explodieren, ja. Ich weiß nicht, wie ist euch das so im täglichen Umgang begegnet? Habt ihr schon eine Mundmaske? Wir sind ja alle noch völlig unverkleidet, aber ist das an euch spurlos vorbeigegangen? Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du hier da quasi nach nebenan in Urlaub fährst, ja. Das war beruflich, du Honk. Ja, dann bringst du deine Pest halt beruflich mit. Ja, sie aber schollig. Der Punkt ist. Ja, und das Schöne für dich ist, ich bin ja erst seit 3 Tagen wieder da und die Inkubationszeit ist 14 Tage. Das heißt, ja. Du könntest jetzt. Also eine Folge schaffen wir noch und danach ja, bin ich könnte, am Arsch. Es könnte unsere letzte Folge sein. Weißt Leute? Du, wenn schon, denn schon, dann aber gleich nochmal schön Zungenkuss. Ja. Dass wir auf Nummer den sicher gehen. Russischen Brüderkuss. Ja. Ja, aber dann schreien wir Kampf bei Corona. Aber wenn ich das richtig überflogen habe, ist doch, muss man doch schon ein bisschen mehr austauschen als so Bürogemeinschaft. Nicht oder? Viel. Ich habe ja. gehört, hab gehört, dass die. Hast du das nicht erzählt, Ben? Dass die. Dass die ganzen Masken da auch überhaupt nichts nutzen, weil Masken bringen nichts, nee. Weil dieser Virus so eine harte Schale hat. Und die Masken bringen nichts und das Desinfektionsmittel bringt auch nichts, weil das nicht diese Schale von dem Virus knackt. Das Einzige, was wirklich zuverlässig was bringt, ist Hände waschen und natürlich vielleicht nicht Zungen küssen. Und vielleicht den verdächtigen Büronachbarn einfach mal in der Schüssel runterspülen mit dem Gesicht. Ja. Das Gute für euch ist, in Tokio, du kennst es, Ballermann, hat eh jeder so eine Maske auf. Also insofern bringt die wenigstens etwas, wenn die husten sie sich selber in die gibt's Maske rein. Gibt es die Masken eigentlich auch gebraucht? Nur mal so, ich frage für Schnipper. Das hatten wir letztes Mal als Thema, als wir nämlich letztes Jahr nach Japan gefahren sind, haben wir auch diese Meer zu ergründen versucht, ob es denn gebrauchte, also Automaten mit gebrauchten Schlübbern gibt. Ja, das hört man ja immer über Japan. Ja. Ich habe sie bis heute nicht gefunden, aber da gibt es, also ich würde behaupten, die gibt es irgendwo. Ja, ich habe mal gelesen, die soll es nicht in den Städten geben, aber im ländlichen Bereich. Da ist doch noch die Frage, hat Japan einen Frauenmangel auf dem Lande? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Und das dann noch gepaart mit dem Coronavirus, wenn da die Frauen noch knapper werden, das kann eine richtige Landflucht geben. Ja, wobei so rein statistisch sterben ja vor allem alte Menschen, alles über 60 ist da besonders gefährdet. Also ich weiß nicht, ob speziell Frauen da vom Coronavirus befallen werden. Ja, das ist ja aber irgendwie auch gängig, so bei der jährlichen Grippeepidemie, ja, dass das so der Senior als erstes hinweggerafft wird, ja, aufgrund Vorerkrankungen. Interessant fand ich nur, dass die Masken, die ja in Deutschland schon vor meiner Abreise überall wirklich flächendeckend ausverkauft waren, selbst in Japan, wo die ja ein Massenprodukt sind, weil die ständig tragen, komplett ausverkauft waren. Also du hast diesmal anders als beim letzten Mal vor einem Jahr haben wir ja noch ein paar Leute gesehen, die keine Masken trugen. Jetzt hat man, das war die absolute Ausnahme, dass mal Leute keine Maske trugen. Interessanterweise bin ich einmal einen Tag am Wochenende ein bisschen weiter rausgefahren aus der Stadt. Und je weiter raus du kommst, desto weniger Masken tragen die Leute. Ist also vielleicht das ist auch so ein Innenstadtphänomen scheinbar, dass die vielleicht auch etwas, kann man jetzt nicht in Tokio nicht sagen, ländliche Bevölkerung, aber die Vorstadt, kaum bist du in der Vorstadt, ist dieser ganze Maskenwahn schon deutlich reduzierter. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Und vielleicht müssen wir dann auch echt umdenken, weil vielleicht für die Zombie-Apokalypse, vielleicht entsteht die gar nicht da in der Stadt, wo die sich alle schnell anstecken, sondern auf dem Land. Ja. Die müssten dann so sternförmig auf die Stadt, die müssten so so ein Gürtel da machen. Und dann ziehen die aber noch so, werfen die halt die ganzen Autos um und verteidigen sich mit Torten und so weiter und schießen. Das Geile ist der Blick vom Prollo, wenn wir immer so anfangen, dann fängt er an, sich an komischen Stellen zu jucken, weil er nicht weiß, was jetzt hier eigentlich passiert. Also es ist der Film, der ganz groß rauskommen wird. Ja. Der heißt Corona Zombie-Apokalypse. Genau, und irgendwas mit Lindenstraße kommt auch noch drin. Torten. Ja. Das ist ja unser Projekt, wenn wir diese 90 Millionen Euro im Euro-Lotto gewinnen. Ja, oder dieser Podcast durch die Decke geht und da kann man einfach nur hoffen, dass er weiter nicht gewinnt. Nein, das ist total, das ist eine ganz todsichere Sache. Das muss nur mal einer erkennen, außer uns. Und das ist Kunst und Kultur, das Land der Dichter und Denker, das passt super rein. Also wir haben uns zum Beispiel auch schon mal überlegt, dass wir vielleicht diesen Film, also man muss ja mit dem Budget dann immer noch im Rahmen bleiben, aber dass man dann vielleicht hier so am Rhein so ein kleines schönes Örtchen nimmt, oben wo so eine Burg auf dem Felsen ist, ne? Und dann ist da der Burgherr
Und jeden Morgen um 8 Uhr, da hat er halt seine Tortenschleuder da oben stehen. Und jeden Morgen punkt 8 Uhr schleudert er immer eine Torte runter in das Dorf. Ja. Ja. Und weil, aber, weil wir aktuell sind, hat der Typ Corona und hustet vorher in die ganzen Torten rein. Genau. Das ist ein super Dreh. Also, dann so, tschak, ihr Lutscher. Scheiße. Ja, und irgendwann lassen die sich das aber nicht mehr gefallen und greifen dann ihrerseits mit Torten dann diese Burg an und versuchen die dann zu erobern. Und dann gibt es eine riesige Tortenschlacht. Mhm. Ja. Du guckst schon wieder so komisch. Also was, ich weiß was, auch nicht. Was begeistert dich denn daran nicht? Ich muss das erstmal sacken lassen. Soll ich mal einfach jetzt außerhalb der Reihenfolge weitermachen mit was intellektuell anspruchsvoll? Wie schmeckt euch denn ganz kurz hier fürs Protokoll, wie schmeckt euch da, schmeckt ihr irgendein Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bier? Ja, eklatant. Findest du das besser oder schlechter? Also mir, ich sag mal, wie mir schmeckt es nicht so gut wie das erste. Nee, genau. Also das würde ich auch sagen. Okay. Ja, Bier halt, ne? Ja, was ist denn das jetzt für ein Tier da auf der Dose? Das ist ein Drachen. Ja, aber das ist doch ein kostümiert, Pferd. Das sieht man doch. Ein kostümiertes Pferd als ja, aber ist ein Pferd im Karneval, sieht man doch. Ja. Als Drachen ja. geht das. Ist ganz klarer Fall. Werden wir nachher fotografieren. Ich möchte einfach mal auf ein ernstes Thema zu sprechen. Nein, kommen, was langweilig. Doch, das ist eben noch wichtiger als Passwörter ist eigentlich, jetzt geht die Tür auf und zu, was machst du denn da? Ablenken. Ja. So, stell dir vor, du möchtest im Sexkino nebenan einfach einen kleinen Porno drehen, ja, und dann kommt die Stadtverwaltung, in dem Fall die Aachener, und untersagt dir den Dreh mit der vertretenen Auffassung, dass das ja wohl eine Prostitutionsveranstaltung sei und entsprechend anzumelden. Ja, wie steht man denn dann? Eine Prostitutionsveranstaltung. Ich will euch kurz die Hintergründe erläutern, ja, das ist irgendwie jetzt relativ aktueller Fall noch vor dem Aachener Verwaltungsgericht verhandelt. Es ging um einen geplanten Pornodreh, der vor 2 Jahren, ja, Geschwindigkeit der Justiz, brauche ich ja nichts zu sagen, von der Stadt Aachen verboten wurde, ja, weil die Stadt nämlich das Projekt als Prostitutionsveranstaltung wehrte. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich sehe, die Neugier steigt ins Unermessliche. So, der Filmproduzent hat erfolglos dagegen geklagt. Der Dreh ist nämlich, super Wortwitz, Dreh, ne, verstehst du? Nee, es sollte in geschlossener Gesellschaft gedreht werden, erlaubt sei alles. Für das als Sexparty angekündigte Event sollten die Teilnehmer allesamt Laiendarsteller 60 Euro zahlen, unter anderem für Verpflegung, Hygieneartikel und natürlich den Kinoeintritt. Einen Tag vor dem geplanten Event kam dann das aus. Grund des Verbots, es handele sich, wie gesagt, um eine Prostitutionsveranstaltung, die genehmigt werden müsse. Ne, wenn Geld im Spiel ist, ja, ob das noch ein Filmdreh ist. Gegenargument des Produzenten, die Darsteller hätten den fertigen Film ja später selbst vermarkten dürfen und das solle schließlich ihre Gage sein. Ja, ist auch logisch sicherlich wasserdicht. Das Beste kommt aber noch, nämlich wie bei einem guten Porno zum Schluss, ja, sage ich mal so. Happy Ending. Ja, letztendlich waren es genau die 60 Euro, die jeder bezahlen sollte, die entscheidend waren. Er könne doch seine Veranstaltung gleich als Prostitutionsveranstaltung anmelden, hat der Richter empfohlen, ja, der denkt mit. Das geht aber nun mal gar nicht. Und jetzt kommt nämlich der Diskussionspunkt für heute. Dann würde keine Frau mehr bei ihm mitmachen, sagte der Produzent. Es gäbe schließlich einen großen Unterschied zwischen einer Pornodarstellerin und einer Prostituierten. So. Die Männer mussten 60 Euro zahlen. Und welche Frauen? Ja, ob das da jetzt auf Männer beschränkt war, geht jetzt aus dem gut recherchierten Artikel des Gerichtspraktikanten nicht hervor. Das ist natürlich 60, ein Punkt. Aber ja. Wie, das verstehe ich. Was hat das denn? Ja, man denkt sich, ich gehe zu einem Filmdreh und plötzlich bin ich Puffbesucher. Was ja, ist denn das? Ja, ich finde, das ist doch ganz logisch. Ich meine, dass ihr Pratzen das wieder nicht auf dem Schirm habt, ist ja, ja klar. Du kennst dich ja auch. Warum machst du, also ich habe mir schon gedacht, dass die 60 Euro der Kasus Knacktus sind, aber warum das jetzt, also diese Begründung des Pornoproduzenten, dass dann die Frauen wegblieben, wenn die Teilnehmer nicht mehr 60 Euro zahlen? Nein, wenn die das, nein. Er kann das dann halt nicht als Pornodreh bewerben, sondern, wenn er das als Prostitutionsveranstaltung anmelden würde, dann, also der Trick wäre doch einfach, die 60 Euro wegzulassen und er kriegt doch dann die Filmrechte und sagt, hier, ihr vögelt da vor meiner Kamera rum und spätestens jetzt müssen wir das wieder als explizit hier klassifizieren für iTunes, aber ihr vögelt da vor der Kamera rum und
dafür kommt mich als Pornoproduzent ganz groß raus. Man so habe ich ja auch meine Brötchen verdient. Ja. So, das ist doch man ganz könnte klar. jetzt bösartig unterstellen. Gestern ja, noch. Ach, hier klebt übrigens was, würde ich mal sagen. Man könnte jetzt bösartig unterstellen, dass das vielleicht mit den 60 Euro wirklich, genau. Ne, das war vielleicht anders gedacht, als es da offiziell verkündet wurde. Ja, was macht man da? Ne? Geht man dann hin? Geht man lieber woanders hin? Oder also, bleibt man mal wieder zu Hause für einen schönen Videoabend? Vielleicht ist der Produzent ein Fuchs, weil der gesagt hat, mit dem schlechten Porno verdiene ich mit den Eintrittsgeldern mehr als mit den Vermarktungsrechten. Ich finde, wir sollten den Typen an Bord holen für unseren Film. Das ist grandioser Typ. Der Hast kann du die Nummer zufällig da? Du könntest anrufen. Ja, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unter dem Artikel stand sie jetzt leider nicht. Ja, ich kenne ja also, die Nummern von allen Pornoproduzenten auswendig. Aachener Porno oder auch Prostitutionsproduzenten, meldet euch bei uns, wenn ihr euch da angesprochen so fühlt. So einen ganz ja? windigen Namen wie Prollo Toyota. Prollo F. Prollo F. Oder nennen wir ihn lieber P. Ferrari. Ja, aber ich finde das durchaus schlüssig, dass so eine Geschichte in Aachen spielt. Ich meine, Aachen, wissen wir ja, ne? Technische Universität. Ja, Männerüberschuss. Absoluter Männerüberschuss. Die haben wahrscheinlich sowieso schon mal Interesse A, gucken, aber vielleicht sogar an teilnehmen. Ja, würde ich nicht ausschließen. Ja, nicht nur im Grunde genommen sehr klug gewählt. Also ich glaube, der Mann, der hat es echt drauf. Ja. Der Pornoproduzent. Super Location gewählt und super Ort gewählt. Ja, die Frage ist ja auch, muss er das überhaupt kenntlich machen seinen Teilnehmern, dass es eine Prostitutionsveranstaltung ist? Also muss man, der kann ja genau das gleiche Ding aufziehen, kann das bei den Behörden so angemeldet haben. Und die machen da halt ihr Ringelpiez mit Anfassen vor der Kamera. Das ändert ja eigentlich an der Veranstaltung nichts. Da gibt es bestimmt eine Aufklärungspflicht mit Sicherheit. Hm? Der muss bestimmt auch so ein Datenschutzgrundverordnungsformular vorlegen. Ja? Hiermit erkläre ich mich mit der Verarbeitung meines mit dem Bildrechten ausfüllen einverstanden. Ne? Interessant. Ich weiß nicht, also ich habe noch eine echte Schocker-Nachricht. Ich weiß da nicht, ob ich die hier wirklich bringen kann, weil das ist wirklich harter Tobak. Wärt ihr bereit, das zu hören? Ja, das rührt auch ein bisschen zu dritt. Das ist einfach Schicksale, die in Deutschland passieren. Kannst du vorher nochmal ein Bier ausschenken? Ach so, selbstverständlich. Ja, vielleicht ist das besser. Vielleicht ist das besser, auch das so jetzt ein bisschen zu betäuben. Dann kommen wir jetzt zu unserem allseits geliebten Sapporo. Sapporo, das ist wirklich cool. Kampai. Allein, beschreib mal bitte die Dose, weil ich liebe diese Dose. Also die Dose ist wirklich vom Design her cool. Eigentlich weiß, dann ein blauer großer Kreis gefüllt und zwar mit einem goldenen Stern, darunter in großen Lettern Sapporo. Also ziemlich, erinnert mich so ein bisschen an Google, auch so ein bisschen reduziert alles, ne? Von der Darstellung her, vom Design. Also richtig gut gemacht, vor allen Dingen sehr lecker. Wir haben aber auch eine sehr starke emotionale Bindung zu dem Bier, weil als wir nämlich letztes Jahr in Japan waren, da waren wir im schönen Hotel Mitsui Garden. Und warst du jetzt auch wieder, genau. Erzähl mal weiter. Ne? Ja, dieses Hotel hatte nicht nur den Vorteil, dass ein wunderbares japanisches Bad im Keller hatte, das bis 1 Uhr nachts geöffnet hat. Nein, es hatte auch noch einen Bierautomaten und natürlich genau in unserem Stockwerk. Ja. Dazu auch noch, gut, wir brauchen jetzt beide nicht, aber wenn wir es getan hätten, hätten wir auch das Raucherzimmer gleich noch um die Ecke gehabt. Ja. Und auf jeden Fall. 14. Stock im Mitsui Garden ist the place to be. Ja, 14. Stock, richtig. Und wir haben halt diesen Bierautomaten leer getrunken. Es gab zumindest kein Sapporo mehr, und oder? Ich bin für dich jetzt extra nochmal am letzten Tag, weil ich wieder in diesem Hotel war, bin ich zu dem Bierautomaten gegangen und habe den fotografiert. Ah. Ich wollte es dir eigentlich noch schicken, aber ich hatte dann kein Netz mehr, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin. Oh, wie geil. Aber wir könnten das ja jetzt hier in unseren Shownotes, könnten wir den Bierautomaten auf jeden Fall nochmal würdigen. Das halte ich für absolut wichtig und vielleicht können wir auch nochmal unser Pappnasen-Foto dahinstellen. Wenn du damit einverstanden bist, musst du aber auch erzählen, warum wir diese Pappnase haben. Ja, genau. Also wir haben ja. Da sind wir wieder am Anfang der Sendung im Übrigen. Das war ja Karneval. Ja, wir sind nämlich letztes Jahr über Karneval gefahren und wir wollten uns natürlich nicht nehmen lassen, zumindest ein Stückchen Karneval auch mit ins ferne Ausland zu nehmen, nach Japan, und haben uns deswegen schöne rote Pappnasen eingepackt. Haben die dann auch in Japan aufgesetzt, in Tokio aufgesetzt und dachten, mal gucken, was passiert, wenn wir damit mal ein flüchtiges Foto machen. Nichts passierte. Es guckte sich auch gar keiner um.
Deshalb haben wir das immer weiter ausgereizt. Mal gucken, wann die erste Regung kommt. Ja, 5 Minuten aufgelassen, 10 Minuten aufgelassen. Irgendwann sind wir durch die ganze Stadt gelaufen mit dieser Nase drauf. Hat keine Sau interessiert. Hat keine Sau, oder zumindest hat keiner wirklich geguckt. Das einzige Mal, wo einer wirklich eine Regung gezeigt hat und ein lautes Lachen ausgebrochen ist, das war bei dem Stadion, als wir beim Fußball waren. Da kam dann eine Frau und ist laut Lachen mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Das war schon fast erstaunlich. Und wir haben uns natürlich auch vor diesem legendären Bierautomaten mit einer solchen Pappnase fotografiert. Lange Rede, gar keinen Sinn. Prost. Ja, Prost. Prost. Darauf ein Sapporo. Kampai! Kampai! Arigato! So, und jetzt muss ich leider die Stimmung ein bisschen drücken. Oh Mann, ich bin jetzt schon traurig. FN Web. Ich weiß gar nicht, was FN Web ist. Das klingt seriös. Es ist eine Zeitung. Hat im News-Ticker gestern berichtet, und die Überschrift hat mich schon geschockt. Das ist der News-Ticker überregional. Übler Scherz in Nassik. Wo auch immer Nassik ist. Und ich lese jetzt einfach mal die ganze Meldung vor, weil die ist nicht besonders lang und danach können wir das gerne besprechen. Wertheim Nassik, ... Er ist ja Wertheim. Da ist doch, wo ist denn Wertheim? Ja, Wertheim, da ist doch dieses Outlet da, wo du immer die Sachen kaufen kannst, was so kitschig aussieht. An der, ist das die A3? Wertheim. Ich weiß nicht, wovon welchem du sprichst. Bundesland soll das denn sein? Ja, ist ja geil. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwo wahrscheinlich Rheinland-Pfalz. Hätte ich jetzt vermutet. So Wertheim, Nassik klingt nach Rheinland-Pfalz. Egal. Opfer eines üblen Scherzes wurden ein paar Nassiger Bürger, das ist schon ein geiler Name, Nassiger Bürger, gegen 21.15 Uhr am vergangenen Freitag hörten die Bewohner eines Hauses in der Müllerwiesen dumpfe Schläge gegen die Hauswand und Haustüre. Als der Eigentümer nach draußen ging, konnte er zunächst niemanden sehen. Weil in der Vergangenheit allerdings schon mehrfach Gegenstände gegen seine Haustür und Hauswand geworfen wurden, kontrollierte er den Außenbereich. Dabei sah er zwei dunkle, gekleidete Jugendliche, etwa 1,40 Meter groß, die in Richtung Wald wegrannten. Nein. Außerdem konnte er an seiner Hauswand und der Haustür mehrere Eier feststellen, die dagegen geworfen Nein. waren. Nein. Eier. Wir brauchen Eier. Ende der Durchsage, genau. Oh ja, ja, ja. Ich war außer mir. Das in Nassik ist fast schon Zombie-Apokalypse, kann man sagen. Also die zeigen uns, wohin das alles noch führen kann. Wenn der Eiermann zweimal klingelt. Ja, und vor allen Dingen, Eier sind da noch richtig kostbar. Ja. Da gehst du nicht einfach nebenan in den Supermarkt. Da gibt es nämlich wahrscheinlich gar keinen. War das wenigstens Bio-Eier oder hier so Bodenhaltungsquatsch? Das weiß man nicht. Das war auf jeden Fall ganz üble Sachbeschädigung. Haustüre und Hauswand waren beschädigt. Dumpfe Schläge, also auch vielleicht Ruhestörung ist da im Gespräch. Nassik ist ein... Weil das ja so richtig so bang. Obwohl Eier gegen die Hauswand, das muss richtig übel sein. Ich glaube, das ist nach ein paar Tagen, ne? Ist das geht jahrelang nicht weg. Das ist wie so, ich weiß nicht weshalb, vielleicht liegt das an diesen Eiweißen da halt. Aber wenn du das auf der Farbe hast, am Außenputz, das siehst du jahrelang. Also das geht halt echt nicht weg. Also ich würde mich, klingt zwar lustig, aber ich würde mich auch ärgern. Und wenn sie die beiden gekriegt hätten, ich weiß nicht, ob da nicht sogar mal der Fassadenmaler hätte kommen müssen. Mhm. Also für den Eigentümer bestimmt ärgerlich. Ja, aber bestimmt üble Gesellen, so 1,40 Meter große Jugendliche. Ja, das sind also, vielleicht waren das die sind mindestens 13. Die Zwerge aus dem Wald. Stell dir mal vor, die wären nicht weggelaufen und hätten dann da. Ja, aber wer jetzt regelmäßiger Hörer dieses Podcasts ist, weiß, dass der Kollege Ballermann mit Hausfassadenbeschädigungen Erfahrung hat. Ja? Metraketen, die horizontal fliegen. Ja, stimmt, ja. Und es war nochmal irgendwas anderes. Ich habe vergessen, Das war aber nicht beabsichtigt. Die sollte ja eigentlich schön am Sternenhimmel explodieren. Ja. Die ist ja nur abgebogen. Der Bulettenregen. Der Bulettenregen, genau. Was natürlich aus heutiger Sicht auch überhaupt nicht geht, ja. Ja. Zumal die Schweinepreise ja auch so gestiegen sind. Ja, so. Ja. Das haben wir noch gar nicht ausführlich. Ich habe auch noch was. Also, aber ich gebe dir recht, Ben, schockierende Nachricht. Ja, ich finde, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Nein, ich habe auch danach gedacht, also tiefer kann es nicht sinken. Ich bin auch leer. Also, und wisst ihr was, Leute? Und ich glaube, es liegt auch daran, dass diese Kinder damals in der Kita zu Fasching sich verkleidet haben. Als Huhn. Ich glaube als Huhn und das hat noch die Spätfolgen. Das halte ich,
Vielleicht ist da doch was vielleicht dran. Waren sie auch nur Indianer und das waren Irokesen. Ich meine, ich bin ja lernfähig, ja. Aber ich habe auch noch was. Ich war ja letzte Woche war ich in Paris. Und wirklich eine tolle Stadt, muss ich sagen. Und ich habe dann abends noch einen Spaziergang unternommen. Bin da lang geschlendert an der Île-de-France. Und Île-de-France heißt das? Nee, Île-de-Paris heißt das, genau. Erschien dann auf einmal die Silhouette von Notre Dame. Und dann, ja. Also echt ein trauriger Anblick. Ich habe den noch gar nicht mal ganz genießen dürfen, weil das ja einfach schlicht dunkel war. Also, aber ist es wirklich so komplett weg alles? Also, nee, gar nicht. Also wenn du davor stehst im Dunkeln, dann sind diese Fassaden beleuchtet, die stehen auch noch alle. Ja. Und dann denkst du, die würden jetzt vielleicht einfach so mal renovieren, aber da du siehst nichts Eingestürztes oder so. Mhm. Bei Tageslicht sieht das bestimmt anders aus, aber da habe ich den Blick eher nicht erhascht. Aber es stand dann auch, so ein Kran steht dann da halt rum, alles so abgesperrt. Aber ich würde sagen, vom Eindruck her sieht es nicht so aus, als ob da intensiv schon an der Renovierung gearbeitet würde. Weil wenn du länger drauf guckst, dann siehst du, dass halt das Dach da irgendwie eingestürzt ist, ne? Und auf jeden Fall, wie ich fand, ein richtig trauriger Anblick. Dachte ich auch noch so, ja, wenn der Kölner Dom so aussehen würde, da würden wir alle in Sack und Asche gehen. Also muss echt ein Trauma sein, glaube ich. Und in dem Kontext ist mir dann nochmal wieder ein alter Artikel eingefallen, den ich schon die ganze Zeit bei mir in der Schublade liegen habe, den ich einfach cool finde und den ich auch deswegen cool finde, weil ich nicht nur in Paris war und dieses schöne Bauwerk gesehen habe, sondern weil wir ja auch als Familie zu Weihnachten eine PlayStation 4 bekommen haben und der Papa hat da auch sein eigenes Spiel bekommen, nämlich Assassin's Creed. Das ist so ein Ding, so ein bisschen mit ein ganz bisschen auch Gewalt dabei, muss man sagen. Aber nur ein bisschen, aber wenn man, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich in der Kita auch mal damals verkleidet habe, seitdem habe ich da halt dieses kleine Problem und deswegen habe ich Assassin's Creed, egal, auf jeden Fall Assassin's Creed von Ubisoft, hat auch eine Version damals gemacht, und zwar die Version Notre Dame, die Notre Dame-Version. Und die sind wohl echt, ich glaube, das war ein Zeitraum von 2 Jahren, in dieses Gebäude gegangen und haben das mit Lasern ausgemessen, also wirklich, wenn du so willst, Millimeter genau die Abmessungen da vorgenommen und haben das Gebäude für dieses Spiel intensiv untersucht und du kannst es wohl in diesem Spiel sogar einfach nur besichtigen. Also du musst sie haben es, glaube ich, in 3D ausgemessen, um es im Spiel eben abzubilden. Genau, um es im Spiel abzubilden und du kannst eben dieses Ding auch wirklich sozusagen einfach nur besichtigen in dem Spiel, wenn du da nicht rummeucheln willst. Ja, und das ist natürlich ganz von daher jetzt interessant, weil die diese Daten natürlich jetzt noch immer haben, wie dieses Teil einfach mal ausgesehen hat. Also so eine Vermessung wurde halt sonst nicht vorgenommen. Und das Interessante und Schöne dabei ist, dass man gegebenenfalls diese Daten eben für die Restaurierung dieser Kirche verwenden kann. Direkt nach dem Brand hatten die dann auch dieses Spiel oder diese Version mal eine Woche kostenlos zum Download und haben auch gesagt, okay, sie spenden 500.000 Euro. Und haben auch die Spieler dazu aufgerufen, dann ebenfalls zu spenden. Also eigentlich eine coole Sache. Und die haben sich auch bereit erklärt, diese Daten dann im Bedarfsfalle zur Verfügung zu stellen. Also wie ich fand, echt eine klasse Geschichte. Faszinierend ja auch daran, dass Notre Dame steht da, schon 1000 Jahre alt, also natürlich nicht 1000 Jahre, aber ewig alt. Dann kommen die fürs Spiel, messen das Ding aus und bringen sozusagen die Realität in die Virtualität. Und jetzt wahrscheinlich aus der Virtualität wieder zurück in die Realität. Also wie das dann einmal wieder zurückgeht, finde ich irgendwie auch mal eine Neuerung, die man so jetzt auch noch nicht so oft gehört hat. Insofern, alter ITler-Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Ja, also vielleicht die private Garage sicherheitshalber mal vermessen mit dem neuen. Aber es hat ja nicht jeder so ein Gerät da zu Hause. Ich meine, die könnten das vielleicht haben da in Paris. Aber kann man sich als Spielszenerie bewerben mit seinem Stadtteil. Ja. Aber wisst ihr noch, damals auch als hier, wo war das eigentlich, in Weimar oder so, wo diese alte Bibliothek abgebrannt ist? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja, also alles sowas, ja. Wenn man zum Beispiel diese Gebäude, die Weltkultur, vielleicht Kulturerbe-Gebäude, wenn man die so scannen würde, sollte man echt mal drüber nachdenken, vielleicht sogar beim Kölner Dom. Man könnte im Übrigen auch drüber nachdenken, von Notre Dame irgendwie auf passender Fläche so eine Touristenversion aufzubauen, ja, dass sich das schöne Gebäude nicht so abnutzt, wenn die ganzen Horden an Touristen. Cool. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Tourismus derartige Ausmaße annimmt, dass irgendwie die zumindest die größeren Städte
auch nicht mehr aus noch ein Wissen, ja, dann baut man vielleicht einfach so die wesentlichen Kulturgüter auf der Wiese nach, ja, und dann ist die Innenstadt entlastet. Das ist sicherlich auch gut für das Stadtklima und für die Anwohner. Hm. Insofern, wer sich vielleicht die Daten auch mal runterladen möchte, Notre Dame im Vorgarten, ja, also als 1:20 Version. Also ich wittere da gerade eine Geschäftsidee, ja. Ich sehe eure unglaubigen Blicke. Ja, wir aber bei unserem Film. Als also Visionär muss man einfach das auch wegstecken können. Der Ballermann und ich sind mehr für so handfeste Dinge. So ein Film, das sind ganz klare Erfolgsaussichten. Da kannst du den Erfolg riechen. Obwohl, man muss sagen, vielleicht bei Prollo, das kann auch funktionieren, aber du musst es halt unter einem anderen Aspekt verkaufen. Bei ihm so als Schlafmittel. Als Schlafmittel oder als Prostitutionsveranstaltung. Eine Prostitutionsveranstaltung mit Zombies in Notre Dame. Cool. Ja, wunderbar. Ja. Ich habe noch einen Mitbringsel für euch und ihr habt jetzt quasi die Wahl, weil wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Dingen. Entweder mit Alkohol oder ohne. Du kennst das wahrscheinlich noch hier, Ballermann. Black Boss. Da ist ganz Tokio ist voll mit Werbung von Black Boss. Und zwar wird die Werbung gemacht von, wie heißt der Typ von Men in Black, der Ältere nochmal? Roy. Roy, aber wie heißt der Schauspieler? Weiß ich doch nicht, wie der doch. Heißt. Roy Black? James Earl Jones? Nee, der so heißt... So ein Witzmann. Mein. Wir kommen gleich noch drauf. Der andere. Sondern der andere. Agent Smith. Nee, Agent Smith. Das war doch aus hier. Agent Smith war doch der ganz anderer. Ihr seid so inkompetent. Ich weiß doch nicht, wie diese Leute heißen. Ich weiß irgendwas gar Lee, Tommy Lee Jones heißt der, mein Tommy Gott. Lee Jones, Tommy genau, Lee Jones, sag ich doch. Und Tommy Lee Jones macht seit Jahren Werbung für Black Boss. Ich sag's euch direkt, ich hab's nicht probiert, aber das ist kalter Kaffee. Option 1. Vom Namen her hätte ich jetzt auf so ein Deo getippt. Nee. Option 2. Das habe ich meiner lieben Partnerin mitgebracht. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, mit euch das vorab zu verköstigen, weil sie will eigentlich nur die Flasche haben. Das ist Pflaumenlikör. Hier seht ihr dicke, fette Pflaumen drin rumschwimmen. Das machen wir auf gar keinen Fall. Ben, also du, ich würde das einfach an so eine Hauswand schmeißen und weglaufen. Ja, nein, das da geht ja, doch die Flasche was kaputt. Was ist denn das? Na, die Pflaumen. Das ist Pflaumenlikör. Das können wir nicht machen, Ben. Pflaumen. Weil so nett deine Freundin ist ja, das, aber du hast es deiner Freundin mitgebracht, da werde ich bestimmt nicht anfangen, deiner Freundin das wegzurauchen. Das Problem ist, sie will das nicht trinken, sie will nur die Flasche. Sie will die Flasche und... es ach, deswegen, ja, wir sind dann gut genug, wir sind dann ja. die Schweine, die das dann auch... Ja, weil wir hier alles saufen, so. Deswegen. Ja, dann schütt halt ein, komm, den Mist. Das müssen wir jetzt einfach mal, das ist nämlich, glaube ich, so schlecht, vermutlich, nein, dass sie mich, als ich das kaufte, angesprochen haben. Ihr habt alle keine Ahnung, das ist lecker, wisst ihr das eigentlich? Und gesagt haben, das gibt's auch in gut. Die wollten mich die ganze Zeit überzeugen, dass ich eigentlich was anderes warum kaufe. Warum hast du gerade dieses gekauft? Weil meine liebe Freundin halt diese Flasche gerne haben möchte. Aber und vielleicht hätte das Gute auch eine bessere Flasche nee, gehabt. Das hat ja eben nicht so eine schöne Flasche. Diese Flasche ist halt ultra praktisch. Ja. Jetzt habe ich mir den Scheiß hier auch noch aufs Knie getropft. Ich freue mich. Oh, riecht mal. Komm, wir nehmen das Bierglas. Riech mal. Ist okay. Ja. Oh, riech mal hier. Ja, ja, es ist so genau das ist halt so. Pflaume, da dicke, fette Pflaume. Pflaume. Wir haben ja früher haben wir immer, als wir noch keine Asche hatten, auch da hatten wir dann immer... Plum gekauft vom Bierprinzen. Ja, so riecht das auch, ne? Ja. Findest du nicht? Und das war eigentlich total lecker. Das war richtig gut. So, komm her. Ich meine, wir machen nur einen kleinen Schluck, weil das ist, glaube ich, das könnte blind machen. Ich meine, von diesem Zeug noch einen Rest im Alkoholregal zu das haben. Das riecht auch wie Marzipan so ein wobei bisschen, ich jetzt oder? Kürzlich, das interessiert ja auch keinen, was ich hier erzähle. Also Pflaumenschnaps ist halt, so. Pflaumenschnaps schmeckt irgendwie nur, wenn man den umsonst. Das ist, glaube ich, kein Schnaps. Ja, oder Likör, ich bin nicht so der Pflaumenproduktexperte, aber das schmeckt eigentlich nur, wenn man das irgendwo zum Nachtisch Kredenz bekommt, ja, im Restaurant oder so. Ja, für Lau. Als Flasche zu Hause. Ja, aber das ist echt so ein Absacker im japanischen Restaurant. Prost. So, Prost. Zum Wohl. Das kosten wir jetzt noch und dann würde ich sagen, Ja, wieso? Wenn du also Kummer ich hätte dafür bist, jetzt dann ist schon vollkommen okay. Ich hätte dafür jetzt auch schon ordentliche Schelte kassiert. Also ich habe schon immer was getrunken, zum Beispiel kalten Glühwein, so im größten. Du hast kalten Glühwein getrunken? Ja. Ich bin ja, das Schlimmste war sowieso das, was der Sommer hier angeschleppt hat.
Schwarzer Kaffee. Ja, der Sammer hier mit seinem Holunder. Heißer schwarzer Kaffee. Ich fand das lecker. Ich fand das Holunder-Litschi-Wasser ganz okay. Voll toll. Du machst das jetzt wieder so schlecht, nur weil der Alkohol. Dafür kriegt er nochmal richtig ein. In diesem Sinne, schöne Grüße an den Sammer. Wir sind heute, glaube ich, ganz pünktlich raus. Sammer, es schmeckt beschissen, aber immer noch besser als das, was du hier abgeschleppt hast. Mein lieber Freund. Prost. Prost. Gut. Tschüss. Kampai. Tschüssi. Kampai. Tschüss.